So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr reinschaut zu meinem ersten Essen-Tagebuch. Ich werde hier jetzt ganz unprofessionell. Meine Technik hat mich im Stich gelassen. Deswegen muss ich jetzt mit meinem Smartphone und diesem kleinen Tischstativ filmen. Und da werde ich eben einfach berichten von dem, was ich so gemacht und erlebt habe an dem Tag. Und ja, vielleicht ist das für manche Leute interessant. Ihr habt da vielleicht irgendwie, kriegt dann Infos über Dinge, die ich schon gespielt habe, irgendwelche Geheimtipps. Da wird man ständig nachgefragt. Und hast du schon einen Geheimtipp? Ich muss mir morgen auf jeden Fall einen suchen, damit ich eben sagen kann: Ja, guck dir das Ding an. Und ja, und auch was für Promos ich mir geholt habe und sowas. Vielleicht ein paar Leute, die dann auch da sind, da auch nochmal hingehen können und gucken können, ob sie das bekommen können, solange es noch da ist. Und ja, fangen wir einfach am Anfang an. Ich bin Dienstag schon nach Essen gereist und habe ja auch dann schon ein Video aus dem Hotel gemacht und bin dann gestern Morgen zur Pressekonferenz hingefahren. Und die war wie immer informativ, man hat so ein paar Informationen über die Spiele bekommen, über die Spielebranche an sich, dass die halt wächst und dass gerade der Familienspielsektor zweistellig wächst. Und also sieht alles sehr rosig aus für unsere Branche. Und danach war halt die Presseshow, da konnte man sich eben die ganzen Neuheiten angucken von dem, also von, viele Verlage haben da ihre Spiele aufgebaut. Und ja, dann hat man halt auch Dinge nochmal gesehen, die man vorher nur, wo man nur das Cover gesehen oder kurz gelesen hat, worum es geht. Und dann hat man das jetzt aufgebaut gesehen und dachte, wow, sieht ja ganz cool und ganz interessant aus. Und dann hat man eben einfach das auch nochmal abends gegoogelt und sich näher angeguckt. Und ja, dann habe ich auch tatsächlich ein paar Verlage angeschrieben. Von ein paar Sachen habe ich dann auch wirklich die Finger gelassen, weil bei irgendeinem Spiel, ich weiß nicht mehr welches es war, stand dann, wenn ich die Wahl hätte, dieses Spiel spielen oder mir ins Bein schießen, würde ich mir ins Bein schießen. Da dachte ich, okay, manchmal ist cooles Artwork und cooler Titel nicht alles. Das ist jetzt auch kein neues Geheimnis, aber es hilft zumindest. Und ja, da bin ich rumgelaufen, habe ja auch einen Livestream gemacht, wo ich dann einfach mit dem Handy gefilmt habe. Das hat irgendwie 5 GB Datenvolumen gekostet, aber ich habe Gott sei Dank einen relativ großen Vertrag. Also ich habe noch ein bisschen Restkapazität, könnte das potenziell nochmal machen, muss mal gucken, wie das so funktioniert. Und ja. Dann nach der Presseshow konnte man halt schon in die Hallen rein und da war jetzt natürlich noch nichts groß mit Verkaufen und so. Teilweise hatten die Stände noch gar kein irgendwie Geld da. Teilweise konnte man sich schon ein paar Rezensionsexemplare abholen. Das habe ich dann auch gemacht und es gibt ja den Versandservice hier, den kann ich nur wärmstens empfehlen, der ist sehr gut. Und da bin ich dann auch hin. Also ich habe erst mal, bevor ich mir große Spiele geholt habe, dahin und habe gefragt, wie ist das? Kann ich mir hier einen Karton machen und den nach und nach füllen? Meinten, ja, ist gar kein Problem. Und warum denn? Ob ich denn heute schon was verschicken wollen würde? Ich so, ja, ich werde nachher kommen mit einem Stapel Spiele. Und ich habe den ja auch schon bei Twitter gepostet. Da habe ich dann einfach einen großen Stapel Spiele hingebracht und war quasi auch schon der Erste, der überhaupt einen Karton da hat und irgendwas gesendet hat. Und das Ding ist echt ja, Gold wert, weil also ich habe jetzt, glaube ich, 20 € für ein über 20 Kilo schweres Paket bezahlt. Das kostet bei DHL normal auch 13 €. Die haben halt den Karton gemacht, übernehmen den ganzen Transport. Also einfach super toll, super günstig, gerade für Leute wie mich, die mit dem Zug anreisen und nicht das Auto gleich irgendwie nebenan stehen haben. Und ja, das ist auf jeden Fall ja, eine große Erleichterung, gerade weil man ja doch irgendwie zwischendurch mal sich irgendwo ein Spiel holt oder eins in die Hand gedrückt bekommt. Und dann kann man das auch einfach da mal zwischenlagern. Da geht man halt hin und meine Schultern sind nämlich echt schon, boah. Also ich habe ja die Caron-Tasche empfohlen. Ich habe mir halt die billigere Version geholt, weil die sicher bis zum Spiel gekommen wäre. Die ist auf jeden Fall hilfreich. Ich bin den Tag vorher mit der IKEA-Tasche rumgelaufen. Das war echt nicht gut. Das schneidet so in die Schulter ein. Das ist echt, also, puh, also nicht zu länger. Und die Caron-Tasche ist schon eine deutliche Verbesserung, weil sie belastet halt beide Schultern. Man kann es ein bisschen besser tragen. Aber nächstes Jahr, wenn ich das nochmal in der Form mache, dann werde ich mir auf jeden Fall eine teure holen, die besser gepolstert ist, damit es einfach sich auch das Gewicht ein bisschen besser verteilt. Aber es ist auf jeden Fall eine coole Idee. Ich habe auch zwei, drei Leute getroffen, die auch mit so einer Caron-Tasche rumgelaufen sind, die auch meinten, hey, cooler Tipp, haben wir auch gemacht. Die haben dann die Langstrecke genommen, die ist pünktlich gekommen. Also ja, Glück für alle, bei denen es geklappt hat. Aber diesen Versandservice nutze ich wirklich. Ich habe ihm auch gleich am Mittwochabend gesagt, ich werde in den nächsten Tagen häufiger kommen. Und gestern meinte er auch, wie schon wieder so ein großes Paket. So, ja, da werden noch ein paar kommen. Das sind wirklich einige Spiele, die da jetzt halt kommen und die dann hoffentlich auch relativ zügig alle gespielt werden. Wie gesagt, auch hier nochmal Hinweis auf den Live-Kanal. Es wird ein bisschen dauern, bis ich überhaupt dazu komme, Videos zu machen, weil Stefan erstmal eine Woche da ist. Da werden wir nur spielen, spielen, spielen und nicht so viele Videos machen. Aber dafür werde ich halt versuchen, die Live-Videos alle so zu editieren, dass immer genau zumindest erstmal der passende Titel da ist, später auch noch das passende Bild. Das heißt, wenn ihr einfach sehen wollt, wie ist das Spiel gespielt oder auch wenn ihr halt nicht das ganze Let's Play sehen wollt, dann spult vor, bis wir fertig sind mit dem Spiel. Dann reden wir ja meistens nochmal kurz drüber. Und dann habt ihr halt so einen absolut ungefilterten, ehrlichen Ersteindruck, wenn irgendwie Stefan sagt, ich fand das Gaia-Projekt total kacke, dann wisst ihr halt, okay, bei Stefan ist es scheinbar nicht gut angekommen. Also, weiß nicht, er wird es wahrscheinlich sehr gut finden, aber oder ich auch irgendwie sage, das war jetzt nicht so toll, dann wisst ihr es einfach gleich. Und natürlich versuche ich in der Rezension das immer auch noch ein bisschen nicht nur aus meiner persönlichen Perspektive zu beleuchten, sondern auch zu sagen, hey, ich mag es nicht, aber das könnte, wenn das und das mit ganz cool sein. Und
Ja, das werden wir machen. Wie gesagt, ich habe gesagt, es ist zusammenhangslos. Es ist auch gerade bei Faden verloren. Und ja, Presseshow rumgelaufen. Ich habe dann auf der Presseshow, ein kurzer Sprung zurück, auch Jakob Fricelius getroffen. Der stand gleich, wenn man da reingekommen ist, hatte Schwerkraft an seinen Stand. Und das war natürlich sehr cool. Da war auch noch nicht so viel los. Dann bin ich gleich zu ihm hin, habe gesagt: Ey, hier, du, ich habe dein Spiel 100 Mal gespielt, total großartig. Und dann meinte er auch: Ja, den musst du hier auch, ne? Venus dir gleich holen, ist total toll. Und dann habe ich gesagt: Ja, auch Venus habe ich schon 10 Mal gespielt. Meinte er: Oh, cool, haben wir ein bisschen gefachsimpelt über verschiedene. Ja, er meinte übrigens, dass Manutech. Ja, ich meine, Manufaktur ist ganz schön überpowered, weil da hat mir Karl auch mal einen Beitrag geschrieben, gerade in Situationen, wenn irgendwie man durch irgendeinen Spezialeffekt man seine Geldproduktion in einer Runde um 10 oder 15 oder so steigern kann, was durchaus noch nicht mal passieren kann, hat Manutech das Geld einfach sofort zur Verfügung. Also sie sind schon auf jeden Fall stark, mal gucken, wie überpowered die wirklich sind. Ja, aber da haben wir halt noch ein bisschen gefachsimpelt und heute bin ich auch nochmal hin und habe mir dann nochmal die Promokarten für 4 € geholt und habe jetzt einmal die selbstreplizierenden Roboter. Unterzeichnet von Jakob Fricelius. Super toll, ich bin super happy. Das war der schönste Moment der Messe auf jeden Fall. Ich habe mir bei ihm auch noch sein Zombie-Spiel geholt, das neue, After the Virus. Da bin ich irgendwann bei Schwerkraft vorbeigelaufen, dachte mir so, ah, du hättest auch mal mitdenken können, Ben. Da gab es das dann auch noch auf ja, Deutsch quasi und ich werde morgen mal zu dem Hingehen fragen, ob ich das nochmal umtauschen kann, weil Deutsch und nicht gesehen und war doof. Mal gucken, ob das funktioniert. Und wenn nicht, ist auch egal. Also die Leute, mit denen ich das spielen werde, die spielen eh alle auch auf Englisch. Und ja, gestern abends war ich dann noch am Stand von Pegasus, habe mit denen gequatscht und da haben wir auch noch irgendwie Flucht von Friedemann Friese angespielt. Das haben wir hinterher noch im Hotel gespielt mit Stefan zusammen. Kooperatives Spiel von Friedemann Friese aus der Fast Four-3, das letzte, was noch gefehlt hat. Und von den ersten beiden war ich ja sehr angetan, sehr begeistert. So schon recht einfache Spiele, knuffige Familienspiele, aber die haben Spaß gemacht. Da war man interessiert zu sehen, wie es weitergeht oder auch wenn man das mit einer neuen Gruppe normal spielen würde, wie wäre es dann? Und Flucht ist wirklich bretthart. Also das ist mehr so ein Problem lösen. Ne? Einer spielt das Monster, der letzte Spieler am Anfang, wenn der dran ist und das Monster hat, dann, also wenn der Spieler, der dran ist, das Monster hat, dann haben wir verloren. Also das ist alles, was wir im Spiel tun, alle Karten, die wir ziehen, alle Karten, die wir spielen, alle Sonderaktionen, die wir nutzen, benutzen wir einfach, um zu manipulieren, dass der Spieler, der dran ist, das Monster hat. Indem wir die Spielrichtung wechseln, Karten tauschen, dass das Monster von dem wegkommt, einen anderen Spieler jetzt irgendwie dran sein lassen oder. Und da kommen halt auch ganz viele interessante, überraschende Effekte rein, aber es ist wirklich bretthart, weil man muss sich genau merken, wer was an Karten hat, wer wann wie was aufspielt, wie man was kombiniert. Auch man muss teilweise wissen, wie die Karten im Stapel kommen, wie die Karten dann auch, wenn man verliert, dann werden die Handkarten gemischt und oben auf den Stapel gelegen, der noch verblieben ist. Und alle gespielten Karten werden einfach ungemischt oben drauf gelegt. Das heißt, auch da sollte man ungefähr groben Plan haben, wann was kommt und auch wenn man nochmal verliert, vielleicht das ein bisschen vorbereiten, dass die coolen Karten auch immer ein bisschen aufgesplittet sind, nicht alle auf Mal kommen. Ja, also ich habe ja gehofft, dass das so der finale Höhepunkt wird. Für mich persönlich ist es der schwächste Teil der Serie, weil es einfach nicht viel mit dem Spiel zu tun hat. Also bei Furcht und Festung, wie schon gesagt, spielt man und hat Spaß und ist cool und halt kurzweilig und sagt, denk mal, wow, ich bin jetzt wirklich gespannt, wie das halt nochmal funktioniert. Entweder mit der gleichen Gruppe oder mit einer anderen Gruppe. Wenn man Flucht geschafft hat, also ich zumindest, dann ist man auch geschafft und da interessiert mich jetzt nicht so sehr, wie das in einer anderen Gruppe ist. Das ist im Prinzip wie so ein Time-Stories-File, den man ja auch optimieren, 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 optimieren will. Nur, dass man mit Time-Stories halt noch eine Story hat, die hat man hier gar nicht. Und so die Komplexität von Time-Stories mal 20 und die Zahl der Rätsel oder der so kniffligen Entscheidungen, die man treffen muss, mal gefühlt 100. Also da steckt schon deutlich mehr drin. Werde ich euch dann auch, also ich habe das schon live gestreamt, das heißt, ihr könnt da reingucken. Ich werde auch vielleicht nochmal ein richtiges Rezensionsvideo machen, wo ich im Prinzip das sagen werde, was ich jetzt gemacht habe. Ich werde es durchaus noch ein, zwei Mal spielen. Man spielt auch immer mit 4 Spielern, also egal ob ihr alleine zu zweit, zu dritt oder zu viert spielt, es sind immer 4 Charaktere am Spiel, im Spiel. Und ja, wird es da bald mehr zu geben. Hier, ich habe auch Festung, hier ist Flucht. Und Furcht auch alle hier, die muss ich auch noch verschicken irgendwann. Dann habe ich mir auch noch die Funkenschlag-Erweiterung gegeben. Das sind im Prinzip 30 Karten, die jeweils aus 2 Sets zu 15 Karten bestehen, mit denen man jeweils eine andere Variante, glaube ich, spielen kann. Braucht man das normale Funkenschlag für oder auch Funkenschlag Deluxe. Und dann spielt man 3 aufeinanderfolgende Partien und die verändern das Ganze dann ein bisschen. Also ja, die letzte Karte hier sieht man, aber die will ich mir jetzt noch nicht angucken, noch nicht vorlesen. Ansonsten habe ich mir dann auch noch hier Kitchen Rush geholt, das ist glaube ich auch richtig großartig. Spiele mit Sanduhren haben ja das Potenzial, gut zu sein. Hier wissen wir schon von Rado, dass es sehr gut ist. Wir werden das auch ja, wahrscheinlich erst nächste Woche dann spielen.
Und ich habe mir heute auch Time Arena geholt, da muss ich hingucken. Auch ein Spiel mit Sanduhren. So ein Echtzeitspiel, wo wir halt ja, im Prinzip auch so gegeneinander kämpfen müssen. Wir haben so eine Arena, wo wir Figuren, also so ein Pappmarker, Kreaturen reinbeschwören können. Und es läuft halt so eine Schachuhr im Prinzip. Wenn ich dran bin, drücke ich auf Go, dann läuft meine Zeit runter. Wenn ich fertig bin, drücke ich nochmal drauf, dann ist der andere dran. Und dann läuft seine Zeit runter. Wir haben insgesamt 5 Minuten. Wenn die Zeit in meinem Zug bei mir auf 0 kommt, habe ich verloren. Ich muss aber vorher versuchen, beim anderen Spieler die Basis kaputt zu machen. Und ich kann halt diese Figuren beschwören, kann die halt aktivieren, laufen, angreifen, fertig. Andere Figur auch beschwören, laufen, aktivieren, fertig. Kann jede meinem Zug einmal aktivieren und beschwören und muss halt durch zur gegnerischen Grundlinie und dann die Basis kaputt klappen. Und muss natürlich aufpassen, dass die anderen Figuren nicht bei mir durchkommen und die versuchen abzuwehren, so einen guten Mix zu finden. Und wenn ich eine Figur töte, was nicht so super schwer ist, kommt die raus und es wird eine Sanduhr umgedreht. Je nachdem, wie krass die Figur ist, dauert es 90 Sekunden, 60, 45 und 30, bis sie wieder reinkommt. Und das ist halt dann auch echt Zeit, die nichts mit dieser Schachuhr zu tun hat. Das heißt, ne, wenn ich irgendwie wen bei mir töten muss, weil der gestorben ist, nehme ich ihn raus, drehe die Sanduhr um und während mein Mitspieler dran ist, läuft die Zeit halt weiter. Und wenn ich dann dran bin, läuft die Zeit währenddessen auch weiter. Kommt in meinem Zug die Figur quasi wieder frei, kann ich sie wieder neu beschwören. Falls nicht, dann nicht. Und man muss immer die Uhr, also Uhrmanagement ist wirklich wichtig, im Auge behalten und vor allen Dingen am Anfang guckt man immer ganz gebannt zu, was der Mitspieler so macht und irgendwann stellt man fest, Moment, der ist dran, währenddessen kann ich schon mal planen, was ich so machen will. Und eine sehr, 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 sehr gelungene Umsetzung von Sanduhren in einem Spiel, von diesem Timer, den gibt es dann halt auch als App, da hatten sie halt so richtige Uhren rumstehen. Und so dieses Echtzeit gegeneinander kämpfen, Arena-Spiel, also dieses Arena-Spiel ist wirklich nur rumlaufen, angreifen, würfeln, tot, nicht tot, fertig. Noch so 1, 2, 3 Spezialfunktionen, Spezial-Sonderregeln, und das war's. Aber eigentlich total banal, aber durch diese Echtzeitkomponente richtig gut. Also ich habe ja auch dieses Arena for the Gods gespielt. Das war irgendwie so nett, das muss man wahrscheinlich mit mehr Leuten spielen, das ist noch ein bisschen netter, aber da hat mir halt dieses Time Arena auf jeden Fall deutlich besser gefallen. Dann habe ich von den Machern von, oder von dem Autor von Dixit, der hat jetzt auch mal wieder ein neues Spiel rausgebracht und zwar hieß das Feelings. Und da liegen halt so 8 Emotionen in der Mitte aus und man muss dann eine Situation vorlesen. Gibt es halt so kinderfreundlich, familienfreundlich und erwachsenemäßig. So irgendwie, ich habe die Hausaufgaben vergessen und der oder die Stunde nicht vorbereitet, der Lehrer ruft mich an die Tafel, wie fühle ich mich? Oder irgendwie die Kinder gestehen einem, dass sie homosexuell sind, wie fühlt man sich? Oder irgendwie ein TV-Sender wird nächsten Monat komplett durch die Familie zu Hause filmen. Wie fühlt man sich? Und da liegen halt so 8 Emotionen aus, so Trauer, Schock, Unsicherheit, Verzweiflung, Freude, Befriedigung. Und da muss man sich halt einen davon aussuchen, von dem man denkt, also wie man sich da fühlen würde. Und dann kriegt, nachdem was jeder gemacht hat, kriegt man einen Partner zugewiesen, einfach zufällig. Und dann wissen wir, okay, wir beide hier spielen ein Team. Und dann muss ich überlegen, wie du darauf reagieren würdest. Was würdest du für eine Emotion haben, wenn du dieses Event hast? Bist du halt jemand, der sagt, boah, total geil, ich stehe in der Öffentlichkeit. Du sagst so, nee, privat ist privat. Oder bist du schockiert, weil ich frage, warum filmen die jetzt einmal bei mir? Und dann muss ich dem halt die entsprechende Karte hinlegen. Es gibt auch eine Joker-Karte, die meine Karte, die ich von mir ausgelegt habe, kopiert, sodass wir auch beide die gleiche Emotion haben können. Dann erzählen wir halt, warum wir das gewählt haben, drehen das Ganze um und das machen wir der Reihe nach. Dann drehen wir das um, wo wir das hingelegt haben, gucken, ob das halt matcht, ob der wirklich die Emotionen hatte, die wir vorhergesagt haben, kriegen dafür Punkte. Ist auf jeden Fall super nett, weil es halt auch zum Diskutieren ein bisschen einlädt und man lernt halt über Gefühle zu sprechen. Das ist vielleicht auch was, ne? Wir kennen das ja, liebe Männer, manchen von uns fällt das ja durchaus schwer. Und wenn dann bald die Freundin mit Feelings vor der Tür steht, dann wisst ihr, okay, jetzt muss ich mich ein bisschen öffnen, zumindest erstmal im Spiel. Also man muss auch natürlich jetzt nicht so alles groß offenbaren, aber man kann halt drüber reden, das macht das ganz interessant. Und ist, glaube ich, auch cool, um das irgendwie mit irgendwie Kindern zu spielen, aber auch eben so als normales Partyspiel war das schon sehr cool. Am gleichen Stand habe ich mir vom Autor auch noch Paper Tales erklären lassen. Das Spiel hat ja einen coolen Namen, ein cooles Artwork. Und ich habe es nicht gespielt, ich habe es auch nicht mitgenommen, weil ja, das ist halt ein Draft-Spiel, das gut klingt. Man baut sich so, also man draftet, das funktioniert auch zu zweit ganz gut, weil man draftet dann mehr Karten, kann auch mal einen rausnehmen und versucht sich jetzt so coole Kombos zusammen zu draften, mit dem halt Punkte generiert und irgendwelche anderen Effekte. Und es geht irgendwie ein paar Runden lang und man bekommt immer neue Karten, kann aber nur, glaube ich, eine maximale Anzahl an Karten vor sich ausliegen haben. Und normalerweise ist es ja so, man versucht eine coole, krasse Kombo zu finden und die dann durchzuziehen, das ganze Spiel über. Aber hier ist es so, dass die Karten altern. Und wenn die halt irgendwie eine bestimmte Anzahl von Markern drauf liegen haben, ich glaube sogar ab dem zweiten schon, kommen die raus aus dem Spiel. Mit anderen Karteneffekten kann man das wieder manipulieren. Aber da muss man eben halt immer so die richtigen Kombinationen finden, das Ganze richtig weiterentwickeln. Klang auf jeden Fall nicht schlecht, aber ich habe es erst mal da gelassen, damit ich mir jetzt auch nicht zu viel Arbeit aufheize und das wieder unrezensiert liegen bleibt. Ich habe mit der abgesprochen, dass wenn ich das durch habe, melde ich mich. Und wenn ich dann mehr möchte, dann gucke ich mir das auch gerne mal an.
Das war auch ganz nett. Das war so ein, ich habe natürlich den Namen wieder vergessen, aber so ein Zusammenschluss von einfach mehreren kleinen Verlagen, die halt so einen großen Übervertrieb hatten, was jetzt nicht so irgendwie Pegasus, Asmodee war, die das halt ein bisschen koordiniert und gemanagt haben. Und ja, es sind auch schon viele deutsche Versionen angekündigt und die waren super nett, das war super toll. Genau, ich habe dann, also heute vor allen Dingen war halt der Tag, wo ich viel rumgelaufen bin, viele Spiele gekauft habe, also als die Messe geöffnet hat. Also ich war erst um 9 bei Feuerland, wollte mir einen Shatterstorm kaufen. Das ging noch nicht, weil sie hat noch gar die Kasse hat nicht funktioniert und so meinte, sie kommen eine halbe Stunde wieder. Dann bin ich halt eine Viertelstunde vorher wieder gekommen, da war die Messe auch schon auf. Also die machen durchaus auch ein bisschen früher die Türen auf. Und dann war die Schlange schon so 30 Meter lang, habe ich halt angestellt und es ging dann relativ flott. 10 Minuten warten, eine Viertelstunde. Und ja, als ich das dann gekauft hat und wieder um die Ecke bin, war halt die Schlange einmal durch die ganze Halle. Und die Halle, wo Feuerland drin ist, ist groß und riesig. Also ich weiß nicht, wie viele Leute in der Schlange standen, aber richtig viele. Die hatten viele Paletten dabei. Ich habe da so vorgestanden, dachte, boah, das wird ja ewig reichen. Ich habe es heute Abend nicht mehr geschafft, da vorbeizugehen. Ich werde morgen früh mal wieder vorbeigucken und gucken, wie viel davon noch über ist. Es würde mich nicht wundern, wenn die am ersten Tag ausverkauft waren, zumindest mit dem, was da stand. Vielleicht werden sie im Lager noch mehr haben, aber ich glaube, die haben ja auch einfach viel eingeflogen. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch was rechtzeitig gekommen ist, aber das habe ich mir dann gleich geholt, zusammen mit dem Recharge-Pack. Und ja, bin ich sehr gespannt drauf, dass wir auf jeden Fall nächste Woche live dann spielen. Ja, ich habe, glaube ich, vom Versandservice erzählt. Promos habe ich mir geholt. Für Dungeon Fighter war ich bei Cranio Creations und die haben wieder eine Promo, irgendwie so den älteren Drachen. Den habe ich dann für den obligatorischen Euro mir mitgenommen. Ich hätte auch mal nach den Promos aus dem, ich glaube, letztes Jahr habe ich mir keine geholt, fragen müssen. Für Azul konnte man sich für 7 Euro noch diese Joker-Teile holen, die habe ich mir auch geholt. Und für Magic Maze gab es für, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe einmal 5 und einmal 10 Euro bezahlt, auch noch irgendwelche Promo-Plättchen. Die irgendwie noch was Neues machen. Keine Ahnung, was werde ich mir dann angucken. Habe ich für mich auch noch gleich eins mitgebracht. Ich habe mir dann auch, ne, Legacy-Spiele, hier, Pandemie Legacy Season 2 gleich zweimal geholt. Das wollte Stefan gestern auch schon gleich anspielen. Ich habe gesagt, ja, man ist mal ganz schön im Arsch nach so einem Messetag. Lass uns doch warten bis nächste Woche, bis wir in Göttingen sind und dann das in Ruhe zu Hause spielen, da auch in Ruhe streamen. Und dann haben wir auch mehr davon. Und das werden wir dann auf jeden Fall wahrscheinlich Sonntagabend, denke ich, noch anfangen. Vielleicht spätestens Montag und ich hoffe, dass wir bis Donnerstag spätestens fertig sind. Genau das gleiche gilt für Charterstone. Und die anderen Sachen, die ich hier habe, habe ich euch ja schon gezeigt. Ich habe hier noch, ja, das fand ich halt sehr schade, auch für den Verlag so ein bisschen. Hier ist warte. Das Dinosaur Island habe ich mir vorbestellt und ja, die waren im Prinzip da und haben da so einen kleinen Stand gehabt, wo halt die ganzen Spiele lagen, die alle vorbestellt waren und das war's. Mehr machen die auf der Messe nicht, weil die haben einfach alle Spiele, die sie mit hatten, die sie eingeflogen haben, im Vorverkauf schon verkauft. Das heißt, es gab auf der Messe nichts mehr zum Verkaufen. Ich wollte mir halt, weil ich habe eigentlich Wasteland Express, wollte ich mir noch vorbestellen. Ja, habe ich dann, als ich noch bestellen geklickt habe, war irgendwie scheinbar das letzte Spiel schon preordert und dann waren halt alle, die können ja auch nicht mehr, aber die haben das irgendwie wahrscheinlich aus Amerika eingeflogen oder direkt aus China einschiffern lassen und alles, was die da mitgenommen hatten, war halt weg. Und das heißt, die hätten wahrscheinlich auch 10-mal so viele Sachen mitbringen können, aber das weiß man auch immer vorher nicht. Aber ja, hier bin ich sehr gespannt drauf. Ja, wir bauen quasi einen Jurassic Park. Das Cover sieht schon mal ganz cool aus. Das Spielmaterial selbst hält da nicht so ganz, was das Cover verspricht, finde ich. Aber bin mal sehr gespannt, wie das auch so spielerisch ist. Der Karton ist auch echt gut schwer. Mal gucken, wie toll das ist. Und bei Coaster Park, ja, das ist cool, so eine Achterbahn quasi bauen. Aber ich weiß, also da bin ich auf die Rezensionen gespannt. Das ein-, zweimal machen ist cool, aber wie viel Spiel ist dann darüber hinaus noch da? Werden wir sehen. So, ich habe, genau, beim Blogger-Treffen war ich auch nur kurz. Eigentlich eine ganz nette Idee, aber der Raum war halt super klein leider und dann wird es immer sehr schnell sehr laut. Und da reagiere ich gerade seit dem Asmodee-Burg-Event auf Starlek. Da hat es mich einen Tag so ausgenockt, nachdem ich irgendwie 2, 3 Stunden in so einem krass lauten Raum war. Und dann hatte ich irgendwie Kopfschmerzen bekommen, musste ich erstmal hinlegen und war halt total down. Und jetzt hier ist es auch immer sehr anstrengend. Deswegen war ich da auch nur relativ kurz, habe mich aber dann auch, ne, war froh, endlich mal wieder sitzen zu können, an so einen Tisch gesetzt, den einzigen kleinen Tisch, der noch frei war. Und hat sich halt auch da so jemand neben mich gesetzt und hat auch angefangen zu quatschen und hat auch gefragt, was ich so mache und so. Und er war halt aus Südafrika, aus Kapstadt und versucht da so ein bisschen die Spieleszene zu koordinieren, da halt so Autoren zu finden, dass die zusammenschließen, ein bisschen austauschen, ja, der Brainpower profitieren, auch so Ressourcen ein bisschen austauschen können. Und er ist jetzt quasi nach Essen gekommen, um auch Leute zu finden, die dann vielleicht über die Spiele berichten wollen.
Hatte auch ein so ein kleines Spiel dabei, ich habe den Namen auch vergessen, ist auch schon im Karton. Das so ein bisschen klang wie eine Mischung aus Ohne Furcht und Adel, Zitterlitz, Maskerade und ja, wenn man sowas hört, dann denkt man erstmal so, schon wieder so ein Abklatsch davon. Aber das, was er erzählt hat, klang alles so, als wenn das wirklich sehr nett wäre. Und am Nebentisch haben sie Secrets gespielt, das habe ich auch schon gespielt. Und also nach dem, was er mir erzählt hat, wenn ich zwischen Secrets und dem Spiel, das ich euch dann auch irgendwann zeigen werde, sobald wir Leute sind, wählen müssen, würde ich eher das wählen, weil das klang halt echt wie nicht gut kopiert, sondern ein guter Mix aus verschiedenen anderen Elementen. Und das ist halt auch gerade so, also ich glaube, es ist nicht mehr wirklich Social Deduction, sondern wirklich mehr Rollenwahl, verdeckte. Und ich glaube, man kriegt irgendwie immer zwei Rollen zugeteilt, wie bei im Prinzip Settlers, wo man sich jede Runde eine Rolle aussucht. Und einen davon aktiviert man dann und man kann dann einfach, jeder kann irgendwie eine Rolle blocken. Und dann ist natürlich immer Glück und Pech, ob die Rolle, die man selbst gewählt hat, geblockt wird oder nicht. Wenn ich kann, wenn, also falls nicht, kann man die ausführen, ansonsten muss man die Runde halt aussetzen. Und hat noch so ein paar andere coole Mechaniken drin. Also da bin ich mal gespannt drauf, ob das was taugt oder nicht. Aber ja, werde ich mir auf jeden Fall angucken. Und das war halt auch ganz cool, mit dem bin ich auch so ins Quatschen gekommen. Und war auch interessant zu sehen, dass da auch in Südafrika so eine ja, immer aktiver werdende Brettspiel-Autoren-Szene ist. Und ja, dann war ich am Stand von Chimera Stations, von Game Brewer, und das war sehr schön. Das war wirklich mal so ein direktes positives Feedback, weil normalerweise man veröffentlicht ja eine Rezension, man bekommt von euch Feedback, aber von den Verlagen so nicht, weil es ist ja auch mal schwer festzumachen, welchen Impact hat so eine Rezension? Ist das, erregt das wirklich Aufmerksamkeit? Ist es nur so ein Tropfen auf einen heißen Stein? Und zu Chimera Station gab es ja einfach noch wenig. Und man, also sie kamen einfach irgendwie zu mir an und meinten, you are the German Reviewer, oh cool, nice to meet you und you started something. Die waren also voll begeistert, weil scheinbar sind nach meinem Video die Vorbestellzahlen krass also hochgegangen. Ich meine, so super haben jetzt nicht 10.000 Leute geguckt, das Video, aber immerhin schon mal so ne, irgendwie fast mittlerweile fast 2.000 Leute. Und wenn die vielleicht vorher so 10, 20 Vorbestellungen hatten und danach 50, 70, 100 oder so, keine Ahnung, dann ist das ja schon mal cool und es hat mich sehr gefreut, dass zum einen die sich so darüber gefreut haben, dass ihnen das so geholfen hat, weil es ist auch wirklich ein cooles Spiel. Für mich bisher im Strategiebereich immer noch mit eines der absoluten Messe-Highlights. Solltet ihr euch holen, solange es noch da ist, wenn ihr zur Messe fahrt. Und ich habe auch ja unterwegs, wie ja schon gesagt, viele Leute getroffen und viele Leute, von denen ich getroffen habe, die mich halt angesprochen haben und erkannt haben, hatten in irgendeiner Tasche in Chimera Station. Hieß noch oftmals so, ich hoffe, es ist wirklich gut, wo ich nur sagte, da, also keine Sorge, hässlich, aber geil. Und das hat mich natürlich einfach sehr gefreut, also sowohl von den Leuten dieses positive Feedback zu bekommen, dass ich auch gesehen habe, dass sie es geholt haben. Und ja, ich durfte, also ich habe heute nicht nur mein erstes Selfie des Spiels machen dürfen mit Leuten, die meinen, hey cool, können wir irgendwie ein Bild mit dir machen. Das ist immer so ein bisschen surreal, aber es war dann ganz witzig. Ich habe auch tatsächlich mein erstes Spiel signiert. Da war auch jemand da, der auch oft auf dem Kanal ist und oft im Livestream zuguckt und der meinte, oh, ich habe das jetzt hier wegen dir gekauft und du bist gerade da und signier doch mal. Okay, kann ich machen, habe dann draufgeschrieben, hier, viel Spaß. Und habe auch gesagt, ich weiß nicht, ob das den Wiederverkaufswert des Spiels senkt oder steigt, aber im Endeffekt verkauft es wahrscheinlich eh nicht, weil er alles im Keller einlagert. Und ja, das war auf jeden Fall sehr witzig und ja, war einfach witzig und nett. Haben dann, wie gesagt, auch sehr, also ich habe, wie gesagt, heute auch sehr viel, also ich habe heute im Prinzip zwei Sachen gemacht. Ich habe zum einen Spiele besorgt, sowohl für mich selbst als auch für Freunde und halt mit ganz vielen Menschen gequatscht. Und auch das nächste Thema Spiele gekauft. Ich habe auch Inlays gekauft, weil Freunde aus Göttingen halt Inlays haben wollen, dass es die halt hier zum einen überhaupt gibt und dann auch teilweise mal teuer, mal preiswert, je nachdem, wo man kauft. Basically wooden, glaube ich, die sind relativ preiswert. Und da habe ich dann halt ein Odin-Inlay gekauft, ein Terraforming Mars-Inlay. Und da hatten sie dann auch für Terraforming Mars so kleine Plastikstädte, die aus dem 3D-Drucker waren, die echt gut aussahen. Wo ich gesagt habe, die nehme ich auf jeden Fall, bis ich nachgefragt habe, wie viel davon gibt es denn? Und er meinte, ja, kosten 10 Euro, aber es sind halt 10 Euro für 4 Stück. Und wir wissen aus Erfahrung, man braucht so 8 bis 12 Städte in der Regel. Oft, ich weiß nicht, pro Person insgesamt vielleicht eher. Also, ich würde am liebsten irgendwie 16 Städte oder so davon nehmen, aber das wären halt einfach mal ja, viele, viele Euro. Und da muss ich mal gucken, wie viel Geld tatsächlich am Sonntagabend noch übrig ist und ob sie die noch da haben. Und wenn ich noch ein bisschen Geld über habe und das verkraften kann, werde ich die wahrscheinlich auf jeden Fall mitnehmen. Und ja, Blogger-Treffen, wie gesagt, da war ich leider nur sehr kurz, weil, wie gesagt, es war mir einfach zu laut da. Aber an sich eine coole Sache. Vielleicht, wenn man nächstes Jahr irgendwie einen größeren Raum bekommt, wo sich das alles ein bisschen zerläuft, wäre das auf jeden Fall nicht schlecht. Ansonsten habe ich über alles geredet, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Dann gucken wir doch mal kurz in meine Fotos.
die ich jetzt auch leider nicht mehr ins Video einarbeiten werde, weil ich werde jetzt dieses Video gleich relativ ungeschnitten hochladen. Und was haben wir denn hier? Ja, die ganzen Bilder von der Neuheitenshow. Ja, ist auch ganz cool. Mutabo heißt es. Das sah aus wie Stille Post Extrem mit so Malen, Falten, Malen, Falten. Und es klingt aber tatsächlich, ich weiß nicht, ob es cooler wirklich ist, aber es klingt auf jeden Fall cool, weil da hat man nicht nur einen Gegenstand, den man malt, sondern man hat so, es gibt keine Ahnung, 24 oder 30 verschiedene Karten, die halt immer irgendwie vorne, also diese Situation ergeben, aber absurde Situation. Sowas wie irgendwie ein Spiegelei macht eine Mund-zu-Nase-Beatmung oder irgendwas in der Richtung. Also da stehen immer sechs verschiedene Dinge auf der einen Karte und sechs verschiedene auf der anderen. Die kann man halt immer irgendwie kombinieren. Ich weiß nicht, ob man das auswürfelt oder so. Dann muss man das halt malen. Und ne, das dann malen, dann wird geraten, was man da sieht, dann wird das wieder gemalt. Klingt auf jeden Fall sehr spaßig und sehr cool. War eben auch auf der Presseshow. Das heißt, da wissen natürlich die Leute auch, dass da hauptsächlich Presseleute rumlaufen. Das war halt ganz witzig, weil da habe ich halt ein Foto davon gemacht, um da später eine E-Mail zu schreiben, um anzufragen, ob ich das irgendwie, ne, zeigen kann und soll. Und dann meinte der Verlagschef dann nur, wieso machst du ein Foto davon? Nimm's doch einfach mit, du brauchst kein Foto machen. Okay, nett, danke. Und kann ich euch jetzt auf jeden Fall auch zeigen. Und ja, was haben wir hier noch so drin? Ich habe so einen Escape-Raum oder einen Escape-Würfel gelöst. Da haben wir uns nämlich doof angestellt. Das hat also war spaßig, das war einfach nur so ein Würfel, der nicht so Kallax-mäßig, aber sah so ein bisschen Kallax-mäßig aus. Den konnte man auch drehen und rotieren. Und man musste einfach mit diesem Würfel dann ganz viele Rätsel lösen. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Konnte man halt quasi so mieten für irgendwelche Events. Und was habe ich hier noch an Fotos, was ich beziehe? Ja, das ist viel, was ich auf der Dings. Genau, dann mein Loot vom ersten Tag habe ich auch schon gezeigt. Hier in Groß. Ich hab von Actual LOL das Video gesehen über so seine Geheimtipps quasi, so seine coolen besonderen Spiele. Da gab es halt, hier sind nur die chinesischen Schriftzeichen drauf, auf einem Spiel über irgendwie Römer, was ein Social Deduction Spiel ist, was sehr cool sein soll. Und da habe ich die halt auch angefragt, ob ich das bekommen kann. Die meinten, ja klar, und unser Spiel Tulips bekommst du auch. Und das ist ein Spiel über Tulpen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, nehme ich mit, mache ich halt ein Video zu, und um das so beides in Kombination zu bekommen. Und ja, war witzig, weil dann habe ich das irgendwie eingepackt am Versandservice. Und dann meinte der Typ am nächsten Tag, als ich wieder da war, sag mal, gestern das Tulpenspiel, das sah auch interessant aus. Wo war denn das her? Und ich dachte mir so, okay, ja, also Geschmäcker sind verschieden, wenn es Leute anspricht, ist ja gut, aber so ein Tulpenspiel, wo ich immer sagen würde, oh, da sei der Herr vor. Und gerade in dem Moment, wo er das sagt und gefragt hat, packt halt zwei Stationen weiter jemand sein Paket und packt dieses Tulpenspiel da ein. Das heißt doch irgendwie Tulip Bubble oder so. Könnt ihr vielleicht mal nachgucken, wie das sein soll. Ich werde es euch mal spielen, weil jetzt bin ich da auf jeden Fall auch richtig neugierig drauf. Und ja, ansonsten werde ein Unboxing machen, euch zeigen, was ich mir alles geholt habe. Also die Azul und ne, Heaven and Ale und so, werde ich euch das zeigen. Yokohama und Altiplano habe ich mir geholt. Santa Maria hatte ich erst nicht so auf dem Schirm, aber nachdem Marcel mir da sehr von vorgeschwärmt hat und auch gesagt hat, dass Rado da sehr begeistert von ist, dachte ich mir, mein Gott, jetzt pack's einfach ein. Ich bin auch am Dice Tower Stand vorbeigekommen, als die das gerade gespielt haben. Sam Healy war da so mäßig begeistert von. Eric Summerer meinte, das ist genau sein Spiel. Irgendwie Ressourcen produzieren und mit irgendwie Würfel ein bisschen manipulieren. Ja, bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Ja, Azul, Heaven and Ale. Das war's im Prinzip. Ich hoffe, von Flucht habe ich schon erzählt. Ich habe ein paar Takes hier aufgenommen, weil irgendwie immer irgendwas dazwischen gekommen ist. Und ja, habe ich, glaube ich, vorhin, als wir das hier gemacht haben. Und ja, dann hier Video Inlays, die Städte habe ich signiert. Genau, dann hatte Asmodee eingeladen zu so einem Presse-Event, so ein einfach oben im Panoramasaal sitzen, spielen, quatschen. Das war auch ganz cool. Da waren dann auch Rob Daviau und Eric M. Lang, mit dem man sich unterhalten konnte. Und Rodney Smith zum Beispiel war auch da. Der Mann mit dem eingebauten Dauerlächeln. Das ist einfach das macht er auch in Natura, ist nicht fürs Video. Er lächelt einfach immer irgendwie und ist ein super netter Typ. Ich konnte halt nicht so viel mit ihm quatschen. Aber der Actual Lloyd zum Beispiel war auch da. Aber da war ich dann, also er war schon weg, als ich gekommen bin. Fand ich auch sehr schade. Also auf jeden Fall gucken, der ist halt ursprünglich irgendwie Comedy-Autor. Und das merkt man seinen Videos voran. Also der kann das. Das ist so, wenn man die Videos guckt, so auch als selber YouTuber denkt man sich, oh, wenn ich das in der Qualität machen könnte, das wäre total super. Und das ist halt auch ein Format, das man gucken möchte, weil es einfach interessant, lebendig und einfach toll ist. Und auch er schafft halt nicht nur mit seiner Persönlichkeit das Ganze zu beleuchten, sondern eben auch einfach da natürlich in verschiedene Rollen zu schlüpfen, das so aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten und auch sich selbst mit einer gewissen Selbstironie zu sehen. Und das ist natürlich
Gut, ich könnte das jetzt auch anfangen, versuchen, das so zu machen, in Hoffnung, dass es dann alles ein bisschen interessanter und cooler wird. Aber das wäre ein mega Produktionsaufwand und er hat das halt gelernt, hat Talent für. Ich mache das lieber so weiter, wie ich es bisher gemacht habe. Und ja, dann, wie gesagt, Meet and Play war ich auch. Board Games, Promo. Der Loot, ja, heute habe ich dann, wie gesagt, Agra mitbekommen, After the Virus, das muss ich dann rumtauschen, Charterstone, Chimera Station habe ich nochmal gekauft für Marcel, Feelings habe ich geholt und Istanbul, das Würfelspiel, Panic, Mansion von Blue Orange, die haben mir auch noch so zwei, drei Spiele in die Hand gedrückt, eins davon werde ich auch mit meinem Neffen spielen, weil das auch eher für die ganz Kleinen ist und ja, dann habe ich hier noch irgendwas drin, mal gucken, nee, nur ein bisschen Verpflegung und Fresschen. Ansonsten habe ich euch alles gezeigt. Die Spiele, die ich jetzt hier mitgenommen habe, werde ich auch nochmal mit wieder dahin schleppen, weil ich die nicht mit nach Hause schleppen will, sondern mir zuschicken lasse. Das war ein Pandemic Legacy bei, aber ich habe noch eins gekauft. Und ja, ich überlege mal kurz, was ich euch sonst noch so erzählen kann. Ansonsten war es das, glaube ich, für heute. Also, wie gesagt, also ich habe noch dann der Spielehero hat mich gestern angesprochen, ob ich kurz irgendwie was erzählen könnte zum Thema Faszination Messe. Er meinte hinterher auch, oh, das war jetzt der längste Beitrag. Ich habe auch gesagt, wenn du mich sowas fragst, du weißt, worauf du dich einlässt. Ich ja, quatsche halt nun mal dann einfach drauf los, auch wenn ich mir nicht vorher einen großen Plan gemacht habe. Und also da könnt ihr auch mal reingucken, da seht ihr mich dann auch. Und dann habe ich noch einen Podcast aufgenommen, eine halbe Stunde, für einen scheinbar recht bekannten Podcast, einen Freund von Stefan. Ihr kennt mein Gedächtnis und gerade mit Namen und so, ist völlig durch. Und Manu. Von, ja, von irgendeinem Blog, ich werde das rausfinden. Und da wird es mich, also wenn ich das alles weiß und mir mal notiert habe, werde ich euch auch da sagen, wo ihr mich hören könnt. Da haben wir einfach auch so ein bisschen über die Messe gequatscht. Im Prinzip alles, was ich jetzt so erzählt habe, haben wir da auch nochmal dann rekapituliert und einfach auch so ein bisschen nett geplaudert. Das ist auf jeden Fall auch ganz cool. Das passiert natürlich jetzt ständig, weil natürlich, ja, es gibt halt auch einfach immer mehr Blogger und Podcaster und gerade auf solchen Messen bietet sich das dann auch eben an. Auch ganz viele, so die von Spiel nochmal, haben natürlich wieder ganz viele Interviews und sowas gemacht. Und so ist natürlich cool, weil es ist lebendig und interessant, halt nicht immer nur Rezensionen und Top-Ten-Listen und sowas, aber da fehlen mir einfach die Kapazitäten für. Also auch gerade wenn man vielleicht zu zweit rumrennt oder so, dann kann man das eben machen, aber ich will hier einfach sein. Möchte von A nach B rennen, von Termin zu Termin. Also eigentlich will ich wenig Termine haben, ich möchte lieber von A nach B rennen, mir ganz viele Sachen angucken, mit ganz vielen Leuten reden. Und da liegt für mich so der Hauptfokus drauf. Das, wenn ich das so, also das ist natürlich auch toll, mit diesen ganzen Leuten zu reden, in Kontakt zu kommen. Und wenn ich irgendwie dann jetzt auf Twitter ganz viele Fotos von mir hier mit irgendwelchen Buddies posten würde, also habe ich mit Jakob Fixelius gemacht, aber so ständig mit irgendwie Rodney Smith und Tom Wessel und so, wäre es natürlich cool, dann würde man zeigen, hier, oh, ich bin präsent und so. Aber nee, ich mache einfach den langweiligen Kram weiter, den ich immer mache und vielleicht habe ich nächstes Jahr mehr Bock drauf und auch schon morgen. Es ist, wie gesagt, dann doch immer sehr anstrengend, gerade da ich auch wirklich leider sehr unsportlich bin und wenn man dann den ganzen Tag auf dem Bein ist und halt die ganze Zeit, die Spiele sind halt doch mit der Zeit schwer mit sich rumträgt, dann ja, ist man dann auch irgendwann froh, wenn es ein Tag vorbei ist, man ist total K.O. im Bett und meistens wird die Nacht auch recht spät, gestern habe ich erst um 3:30 oder so geschlafen und um Viertel vor 8 hat der Wecker geklingelt, aufgestanden, geduscht und hingefahren und den ganzen Tag auf dem Bein gewesen. Das ist dann ja, es ist einfach cool, es macht richtig Bock, es macht richtig Laune, es ist wirklich toll, hier zu sein. Das habe ich auch vorhin im Podcast gesagt. Einfach die Menschen zu sehen, die hier sind, die sich auf Spiele freuen, auch an der Vielfalt der Spieler freuen. Und da sind eben oftmals auch Leute, die haben dann irgendein Spiel im Rucksack oder in der Tasche, die mit sich rumtragen oder im Trolley, der offen ist, wo ich das sehe und denke mir, mein Gott, warum sollte das irgendwer spielen? Das ist der letzte Scheiß. Aber mag es vielleicht sein, aber diese Person hat sich jetzt dieses Spiel gekauft. Wahrscheinlich, weil sie es vorher schon wollte und das jetzt irgendwie sich da total drauf gefreut hat. Und das für sie dann, sie wird sich zu Hause hinsetzen, das auspacken, spielen, wenn sie halt vorher informiert war, wie das Spiel ist, und dann da mega viel Spaß mit haben. Und dieses Wissen einfach, dass die Leute natürlich alle heißen auf die ganzen neuen Spiele, aber sich dann eben auch wirklich zu Hause hinsetzen, da spielen und da einfach Spaß dran haben. Also ich habe mich da auch mit jemandem heute ausgetauscht, der auch meinte so, pff, Fernsehen. Nee, irgendwer meinte sogar, dass mein Blog mittlerweile den Samstagabend ausfüllt und der Fernseher kaum noch an ist, weil entweder wird selbst gespielt oder Blog oder Stream geguckt. Das fand ich natürlich auch ganz nett. Und das haben mir halt so ein paar Leute gesagt, dass die halt auch seitdem sie halt Brettspiele spielen, deutlich weniger Fernsehen gucken und halt viel mehr einfach so Zeit mit den Partnern auch verbringen und mit Freunden und so und sich dafür häufiger sehen. Und das ist natürlich auch echt schön, schön zu hören, dass es nicht nur mir so geht, sondern auch vielen anderen. Und ich war auch ganz positiv überrascht, ich hoffe, ich habe es nicht erzählt, dass Photosynthesis war ich einer der wenigen, die nicht so total gehypt und geflasht waren.
Und dann war ich bei einem Verlag, der dann meinte, ja, seitdem wir dein Video dazu gesehen haben, ja, hängen wir deine Meinung noch ein bisschen höher, weil du fandest es halt nicht so super gut wie alle anderen. Hast du gesagt, ein gutes Spiel, aber halt nicht so der Oberburner. Und die hatten das Spiel auch vor einem Jahr angeboten bekommen und haben dann gesagt, erstmal, ja, klar, machen wir, weil sie geil aus. Und dann irgendwie haben sie dann halt gesagt, nee, doch nicht. Wahrscheinlich, weil sie es ein paar Mal gespielt haben. Und das fand ich dann schon mal ganz beruhigend zu hören, dass ich da nicht so ganz alleine war mit meiner Meinung, sondern dass es eben auch noch anderen auch so geht. Und ja, das, aber ich sage, es ist trotzdem natürlich ein schickes Spiel, sieht gut aus und ist auch nicht schlecht. Es ist halt, wie gesagt, weg, ne, meiner Meinung nach immer so eine Erwartungshaltung, die es nicht wieder auffängt, aber ist ja nicht schlimm. Also, wenn ihr euch das jetzt holt und da zwei, drei Partien Spaß dran habt, das ist es toll. Wenn es nach ein halbes Jahr oder für immer im Regal verschimmelt und staubt, das geht halt anderen guten Spielen auch so. Das, also ich weiß natürlich am besten, wovon ich da rede, weil ne, viele Spiele und würde gerne viel mehr Spiele spielen, als ich spielen kann. Und das wird euch wahrscheinlich genauso gehen. Und habe ich mich auch mit jemandem ausgetauscht. Man hat schon ganz junge Spiele zu Hause, man ist jetzt hier, man hat genug und man will es trotzdem haben. Ja, es ist ein teures Hobby, wo man halt auch wirklich viel Geld für nichts investiert. Oftmals, also viele Leute, die wirklich so einfach das noch alles haben wollen, gerade wenn sie halt hier sind, weil sie eben einfach Sachen kaufen, die sie halt gar nicht oder ein, zwei Mal spielen werden. Aber man will es halt trotzdem haben. Das ist halt. Ja, das ist kein billiges Hobby, aber wenn man halt auch, vielleicht schafft man es ja wirklich, ich habe ja auch schon oft darüber geredet, dass man halt irgendwann mal so einen Gang zurückschalten muss und halt nicht alle guten Spiele, sondern die großartigen Spiele braucht. Also vielleicht weiß man irgendwann wirklich sich so einzuschätzen, dass man sich wirklich nur die Dinge holt, die man wirklich dann auch oft auf den Tisch bringt. Ja, aber wie gesagt, das ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema. Ich glaube, ich komme jetzt auch mal zum Ende, weil ich bin jetzt wirklich hier nur noch am Schwafeln. Ich gucke mal, ob ich hier noch irgendwas habe, was ich sagen und zeigen könnte, aber nee. Ich werde mal gucken, es ist 11 Uhr, ob ich gleich noch zu Marcel, zu Stefan rübergehe und wir kurz noch was zocken. Er meinte auch noch, er hätte irgendwelche Leute da. Ich werde auch nicht so lange machen, weil seit gestern habe ich mal 4 geschlafen. Heute werde ich auf jeden Fall ein bisschen, hoffentlich ein bisschen früher in die Kohle kommen. Und wenn ihr halt, wie gesagt, Freitag oder Samstag da seid, dann sagt, wie gesagt, gerne Hallo, auch wenn ihr nur stiller Zuschauer seid. Aber auf jeden Fall, also ich habe heute irgendwie Airbag 42 und Enemene getroffen und noch ganz viele andere Leute, sowohl aus dem, halt die oft Livestream dabei sind und da irgendwie schreiben. Jetzt habe ich da eben auch mein Gesicht zu, das ist halt super toll. Dann weiß man auch, wer das ist, der da was schreibt. Und auch Patreon-Supporter, den ich dann auch gleich den Versandservice weiterempfohlen habe, wo es dann hieß, ja, Patreon für die nächsten 12 Monate ist gesichert dank dieses tollen Tipps. Also wie gesagt, gerne. Also selbst wenn ihr halt noch gar nichts irgendwie geguckt, also nicht kommentiert habt und ich wahrscheinlich nicht weiß, wer ihr seid, wenn ihr halt Hallo sagen wollt, dann sagt gerne Hallo. Und wenn ihr halt irgendwie schon mal auffällig geworden seid, indem ihr halt viel kommentiert oder was auch immer, dann bitte, 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 wenn ihr mich seht, sagt Hallo. Ich habe es heute auch oftmals gemerkt, dass man halt so Leute anguckt und die gemerkt haben, okay, den kenne ich, ich weiß nicht woher, aber das war auch ganz lustig. Aber wie gesagt, wenn ihr mich erkennt und seht, und wichtige Info, ich bin wirklich so groß, also 2 Meter, das war heute, ich habe es halt in meinem Vorbereitungsvideo nicht gesagt, das habe ich mir ja vorher gemacht, wo ich gesagt habe, ja, ich bin wirklich 2 Meter groß und ich bin eben wirklich groß und bin auffällig. Ich werde auch wahrscheinlich morgen wieder diese, also ich habe da irgendwie 2 von, das T-Shirt auf anhaben oder ein schwarzes mit diesem roten Würfel drauf. Das ist auf jeden Fall zu erkennen. Wobei ich nicht davon ausgehe, dass es jetzt noch Leute gucken, die sind bestimmt schon alle in der Koje, die morgen kommen. Aber wie gesagt, Samstag ist ja auch noch ein Tag. Ich glaube, morgen werde ich auch noch ein paar Spiele besorgen müssen und mir jetzt nochmal eine Liste machen, was ich so alles haben will. Aber Samstag ist dann so der, ja, eigentlich der vollste Tag, aber für mich ist ein bisschen der Chill-Tag, wo ich mich auch in den wirklich kleinen Hallen hauptsächlich aufhalten werde und da halt einfach noch ein paar Sachen angucken werde. Und ja, ich glaube, Sonntag ist die Chance am höchsten, sich wirklich intensiv und lang mit mir auszutauschen, weil da werde ich wahrscheinlich hin, noch irgendwie 2, 3 Sachen, die ich machen muss, machen und dann, oh, da fällt mir gerade ein, ich habe Sonntag, glaube ich, einen Termin um 5:30 und mein Zug fährt um 5:10. Den muss ich noch umlegen oder absagen oder irgendwie verschieben. Also sagt da, ja, sagt einfach Hallo und auch wenn ihr nicht Hallo sagt, habt einfach Spaß auf der Messe. Es ist ein super tolles, überwältigendes Erlebnis, wenn ihr das erste Mal da seid und vielleicht auch nur einen Tag bleibt, dann wird das so an euch vorbeiziehen. Ihr werdet wahrscheinlich gar nicht wissen, wo alles ist und gar nicht alles gesehen haben. Man sollte auf jeden Fall mehrere Tage einplanen, aber das macht ihr dann vielleicht beim nächsten Mal. Guckt, ob ihr die Spiele bekommt, die ihr haben wollt, die Promos, die ihr haben wollt. Das ist halt, man ist wirklich, wenn man da gezielt herläuft, geht da schon den ganzen Tag für drauf. Da hat man noch nicht wirklich viel gesehen, zumindest je nachdem, wie lang die Liste ist. Aber ja, es ist ein absolut großartiges Event. Man trifft tolle Autoren, tolle Verleger, tolle Menschen, tolle Supporter. Es macht einfach mega Bock. Es ist super anstrengend, es ist super lang, es ist super laut, aber man ist da und denkt nur so,
Geil, es ist also für mich immer so, auch in der Brettspielhinsicht auf jeden Fall so das coolste Event des Jahres. Ich freue mich, nee, ich freue mich nicht jetzt schon auf die nächste Spiel, weil ich bin jetzt hier und freue mich einfach, dass ich hier sein kann und dass es alles so viel Spaß macht, obwohl man halt irgendwie wirklich so fähig ist. Aber es ist einfach, es ist richtig, richtig toll. Und nach dem Spiel werde ich mich dann wahrscheinlich erstmal eine Woche erholen mit ganz vielen Spielen und dann auch schon auf die nächste Spiel freuen. Die kommt ja aber doch schneller, als man denkt. Wenn da schon gespannt sein, was da noch so alles an Spielen rauskommt. Und ja, jetzt habe ich 40 Minuten lang ungefähr, wahrscheinlich mit ein bisschen Schnitt, vielleicht ein bisschen weniger, erzählt von den beiden Tagen, obwohl gar nicht so viel passiert ist, aber ihr kennt mich ja, ich plaudere gerne. Und ja, also wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen irgendwo zu habt, irgendwas wissen wollt, dann gerne. Wie gesagt, Tipp, guckt auf der Brettspielbox vorbei und druckt euch die Hallenpläne aus, wo die Stände drauf sind. Kringelt euch die ein, wo ihr hin wollt, dass ihr auch so einen Hallenlaufplan habt und dann hakt die ab. Macht das. Seid vorbereitet, habt das dabei. Ich habe das jetzt die letzten beiden Tage nicht dabei gehabt und ich werde das heute Nacht hier im Hotel noch ausdrucken lassen und dann morgen eben auch ein bisschen vorbereiteter durch die Gegend laufen und mir auch noch ein paar Notizen dann darauf machen. Und das ist so aktuell mein Top-Tipp für die Messe. Und ja, dann danke ich euch fürs Zugucken. Ich hoffe, es war irgendwie informativ und hilfreich für euch. Wie immer an dieser Stelle, wenn ich so lange Laber-Videos mache, wenn ihr bis hierhin geguckt habt, lasst mir gerne einen kurzen Kommentar da. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Ich glaube nicht, dass irgendwer bis hierhin geguckt hat, den Kanal nicht abonniert hat. Falls doch, abonniert gerne den Kanal. Dann werdet ihr mehr in den Schlaf geredet, wie jetzt gerade. Und ja, das war's von mir. Ich denke, morgen Abend wird es wahrscheinlich wieder so einen Podcast geben. Da habe ich vielleicht mehr Glück. Gestern, oder so ein Video, Vlog, wie man so schön sagt. Gestern bin ich in die Tram gestiegen, die dann drei Haltestationen von meiner aus einfach angehalten hat und wo sie jetzt aufsteigen und die nicht weitergefahren ist. Dann musste ich irgendwie eine Dreiviertelstunde warten auf die nächste. Und heute stand ich am Hauptbahnhof in der richtigen, die auch richtig gefahren wäre. Sie ist nicht losgefahren, weil defekt musste ich auch nochmal ewig lange warten. Ich hoffe, dass ich morgen mehr Glück mit den Bahnen habe und dann wird es auch pünktlich und ein bisschen früher das Video geben. Und ja, jetzt danke fürs Zuhören. Achso, noch ein letztes. In den letzten 5 Tagen habe ich noch drei, vier neue Leute bei Patreon supportet. Ich habe euch schon geschrieben, nur kurz und knapp, weil, wie gesagt, viel um die Ohren leider gerade. Da absolut großes Dankeschön für. Wird hoffentlich dazu führen, wenn dann noch so zwei, drei Leute mehr dazu kommen, dass ich dann im nächsten Jahr auch noch ein bisschen besser mit der Ausrüstung, mit den Stativen, im Sound und alles, dann eben auch von solchen Events ein bisschen besser berichten kann. Und ja, falls da noch irgendwie ein, zwei Leute mehr Lust drauf haben, ich habe auch so ein neues Ziel eingefügt, dass ihr so Spielewochenenden organisiert. Da habe ich heute auch ein paar Leute drauf angesprochen, Mensch, mach das doch mal, sobald es geht. Und ja, werde ich auf jeden Fall machen, halt Leute einladen, dass die halt zum Spielen vorbeikommen können, nicht in so riesengroßen Gruppen. Aber da muss halt erst ein gewisser Betrag für zusammenkommen, damit das realisierbar ist. Bei mir aktuell so geht das noch nicht in der Form, aber ich bin da ganz zuversichtlich, dass das hoffentlich vielleicht im nächsten Jahr, im übernächsten Jahr, spätestens in 3 Jahren, dann klappen wird mit eurer Hilfe, mit eurem Support und ich da dann eben auch wieder ein bisschen was zurückgeben kann, wir da auch ein bisschen miteinander spielen können und Zeit verbringen können. Und ja, schaut da mal rein, würde mich sehr freuen. Und auch wenn ich Spiele verkaufe, die Verkaufsliste wird jetzt immer zuerst in die Patreons gepostet und dann erst ein paar Tage später halt auf Facebook oder wo auch immer hin. Und wenn ihr da eben auch früh dabei sein wollt, um vielleicht irgendwelche coolen, günstigen Spiele abzugreifen, ich verkaufe die meistens recht günstig, weil ich die einfach loswerden will, wenn ich sie eh nicht mehr spiele. Und ich brauche Platz, meine Lager müssen leer. Dann könnt ihr dem auch nochmal reingucken. Und ja, das war es jetzt wirklich von mir. Und dann hoffe ich, dass wir uns morgen, übermorgen oder Sonntag sehen. Wenn ich dann aussehe wie eine Leiche, dürft ihr trotzdem Hallo sagen. Das war's von mir. Ich sage bis bald und tschüss.